Ja, hallo Lieben. Ja, wieder willkommen bei Feng Shui am Freitag. Letztes Mal haben wir uns mit dem Nelching Tool beschäftigt. Und jetzt war die Frage, ja, kannst du mal irgendwas dazu machen, irgend so eine Übung dazu? Ja, machen wir. Gleich hier bei Feng Shui am Freitag. Hallo ihr Lieben, ja, willkommen wieder bei Feng Shui am Freitag. Wenn euch alles rund ums Thema Feng Shui interessiert, dann lasst gerne ein Abo da und klickt auf die Glocke und naja, wisst, was ihr zu tun habt. Gut, also dieses Mal sind wir wieder beim Nelching-Tu, Landkarte des inneren Gewebes. Ich habe letztes Mal so ein bisschen erklärt, was da passiert. Also auch längst nicht erschöpfend. Also man könnte wirklich stundenlang darüber erzählen. Da ist so wahnsinnig viel drin. Was war die Frage? Ja, aber mach mal, kannst du was Praktisches machen? Also gibt es irgendeine Übung, die man vielleicht mal direkt machen kann? Und ich denke, ja, klar. Also es gibt so eine einführende Praxis zu diesem Nelching-Tu. Das nennt sich die Atmung verwurzeln. Die Idee dabei ist, also alles im Daoismus dreht sich erstmal um die Atmung. Also egal welche Richtung, was man macht, ob man Tai Chi macht, Qigong, fortgeschrittene Techniken, Atmung ist alles. Also auch hier beim kleinen Kreislauf. Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag, ja, lasst uns mal diese Technik machen, den Atem verankern. Das ist eine einfache Atemmeditation, so ein bisschen. Kennt er vielleicht, als er jetzt Aikido gemacht hat, bisschen Atmung, der kennt das schon. Anyway, steigen wir direkt ein. Also setzt euch mal gemütlich hin. Und es geht jetzt gar nicht darum, groß irgendwelche Vorstellungen zu entwickeln. Es geht wirklich einfach nur darum, also einfach wahrzunehmen. Also im Daoismus sagen wir immer, wir sind die Wahrnehmenden, wir sind einfach anwesend. Und es geht jetzt auch nicht darum, den Atem irgendwie bewusst zu beeinflussen. Das ist wirklich beobachtet den Atem. Ich führe euch jetzt ein bisschen durch eine Übung durch und dann guckt einfach mal, was da bei euch passiert. Und gesagt, setzt bequem, gerader Rücken, also auch gern so ein Kissen hinten rein. Aber guckt, also ihr könnt praktisch die Lendenwirbelsäule unterstützen, aber oben der Rücken sollte frei sein. Auch gerade, also stellt euch vor, wie die Wirbel sowieso 10 Cent-Stücke übereinander gesetzt sind. Und also jetzt nicht irgendwie rumhängen, sondern also einfach aufrecht sitzen, ganz entspannt. Und dann verlagern wir einfach mal die Wahrnehmung an die Spitze unserer Nase. Könnt auch gerne die Augen zumachen. Dann nehmt mal wahr, wie der Atem in der Nasenspitze kommt und geht. Ihr könnt auch gerne einfach mal so einen tiefen Atemzug machen, müsst ihr aber nicht. Also guckt einfach, was passiert, wenn ihr euch einfach nur auf diesen Bereich fokussiert und vielleicht spürt ihr dann auch schon, wie diese frische, kühle Luft jetzt in den HNO-Bereich dann einströmt, in den Kiefernbereich. Und die Wahrnehmung dieser kalten Luft, der kühlen, frischen Luft, die erweitert sich jetzt auf die Rückseite eurer Nase. Und dann könnt ihr jetzt spüren, wie die frische, klare Luft an der Rückseite eurer Nase entlang streift. Beim Einatmen frische, klare Luft und beim Ausatmen ist die Luft dann wärmer und auch ein bisschen feuchter, weil durch die Lunge wurde die Luft jetzt angewärmt und ein bisschen befeuchtet. Und auch die Feuchtigkeit, die jetzt in der Atemluft enthalten ist, dann ist eigentlich die Aufgabe des Kiefernraums, diese Feuchtigkeit wieder einzufangen, dem Körper wieder zur Verfügung zu stellen, damit er nicht so schnell austrocknet. Wir atmen jetzt einfach weiter und ihr merkt, wie die Wahrnehmung sich jetzt von der Rückseite der Nase erweitert in den Kiefernraum hinein.
Und spürt, wie diese klare, frische Luft den Kiefernraum durchfließt und nehmt vielleicht schon wahr, wie die Atemfrequenz von ganz alleine runtergeht. Die Atmung automatisch tiefer wird. Und vielleicht merkt ihr schon, wie die Nasenöffnung immer größer wird und ihr versucht, die ganze Luft in den ganzen Kiefernraum reinzuziehen, auch die Seiten jetzt hier, damit die richtig gut durchströmt werden und merkt richtig, was für ein angenehmes Gefühl es ist. Und dann fließt die klare, frische Luft weiter nach hinten in den Rachenraum. Nehmt dann den oberen Gaumen und die Abgrenzung oben zum Gehirn dann wahr. Dann fließt die klare, frische Luft weiter in den Rachenraum. Und spürt es hinten am Rachen. Genau der Punkt, wo dann die klare, frische Luft dann in die Luftröhre geht. Merkt, diese Klappe, ne, die hin und her schaltet zwischen Speiseröhre und Luftröhre, die sich öffnet. Merkt, die Atmung tiefer wird, wie ihr automatisch in Entspannung kommt. Und jetzt verbinden wir diese Punkte in der Wahrnehmung. Wir merken, das ist die Nasenspitze, Bereich hinter der Nase, Kiefernraum, Rachen. Und verfolgen diesen Strom des Atems dann weiter. Die Luftröhre hinein in die Bronchien. Und dann weiter in die Lunge. Und er merkt schon, wenn sich unsere Wahrnehmung dann in die Lunge begibt, dann wird die Atmung automatisch tiefer und haben Sie das Bedürfnis, ganz tief in die Lunge einzuatmen. Wenn wir dann versuchen, noch tiefer einzuatmen, dann merken wir, da ganz unten in der Lunge, das ist das Zwerchfell, schließt nach unten so die Lunge ab zum Bauchraum und wenn es versucht, noch tiefer einzuatmen, dann wird das Zwerchfell aktiv und ich merke, wenn ich das Zwerchfell einatme, wenn ich das Zwerchfell bewege, dann schiebe ich so ein bisschen den Bauch raus. Das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen ungewohnt. Vielleicht merkt ihr auch richtig, wie so eine Spannung im Zwerchfell drin hängt. Und dadurch jetzt, dass ich das Zwerchfell anspreche, dann kann sich die Spannung langsam auflösen. Und versuchen immer tiefer einzuatmen. Kann so mit der Atmung spielen, kann gucken, was passiert. Und
Vielleicht nehmt ihr auch wahr, dass der Körper von ganz alleine immer tiefer einatmen möchte. Und kann sich auch der bewusste Geist so einfach aus dem ganzen Prozess zurückziehen und einfach beobachten, was da von ganz alleine passiert. Man kann spüren, wie durch die tiefe Atmung in den Bauch und der Bauch so ein bisschen nach vorne kommt und wenn ich jetzt so ganz gerade runteratme, merke ich, das oben des Zwerchfells ist wie so ein Muskel, der ringförmig nach unten schließt, Richtung Hüfte. Und ich kann nicht nur den Bauch rausdrücken, sondern ich kann auch die Lendenwirbelsäule rausdrücken. Ganz, ganz gezielt in die Lendenwirbelsäule einatmen. Und dann merke ich, wie sich die Lendenwirbelsäule jetzt gegen mein Kissen oder gegen meinen Stuhl drückt. Ich kann das jetzt auch abwechseln. Ich kann so abwechselnd die Lendenwirbelsäule einatmen. Und dann spüren, wie sich die Lendenwirbelsäule gegen den Stuhl drückt. Dann kann ich nach vorne in den Bauch einatmen und merken, der Bauch so dicker wird und sich nach vorne schiebt. Und merkt man schon, wenn man so enge Jeans anhat, das ist an der Stelle nicht unbedingt hilfreich. Also die Qigong-Hosen oder so Kampfsporthosen, die einfach so einen Gummi drin haben, die so auch so ein bisschen labbrig sind und weit, die sind da ganz toll. Und der Bauch dann einfach viel mehr Raum kriegt. Kann auch in die rechte Seite so einatmen, kann dann spüren, wie die rechte Seite sich so nach rechts drückt gegen meinen Ellbogen. Oder nach links. Das ist natürlich einfach das Zwerchfell, was ich dann aktiviere. In den Richtungen einfach ein bisschen ansteuere und merke, ich kann auch das Zwerchfell richtig kreisen lassen. Ist genau dieses ringförmige, dieser ringförmige Muskel, der hier drin liegt. Und kann man dann vorstellen, was wie so eine Holzkugel jetzt im Bauch habe und lasse die also von innen an der Muskelschicht so entlang laufen. Ist total angenehm. Wie das Zwerchfell sich dann so langsam entspannt und muss es auch gar nicht so mit Gewalt machen. Ich kann es einfach so ganz sanft kreisen lassen und dann merkt ihr schon, also je länger ihr das macht, desto entspannter wird das Zwerchfell und umso einfacher ist es und umso stärker werden die Bewegungen. Also hier steht immer mehr Freiraum im Bauch. Ich kann dann mit der Kugel spielen, also ich kann die auch dann einfach ein bisschen weiter runterlaufen lassen, bis die unten in der Hüftschale liegt und kann die Kugel dann dort drehen. Kann die wieder so ein bisschen höher ziehen. Kann jetzt einfach auf verschiedenen Ebenen laufen lassen. Ist auch eine ganz tolle Geschichte, wenn es kalt ist. Wenn ihr da die Kugel so ein bisschen laufen lasst, nur 2-3 Minuten, dann merkt ihr, wie es auch ganz schnell warm wird. Wenn ihr dann in so einer ganz klaren Wahrnehmung von eurem Bauchraum seid, dann gehen wir wieder zurück ins ganz normale Atmen. Dann der Luftstrom an der Nasenspitze. Und durch die Nase, Kiefernraum, Rachen, Luftröhre, Bronchien, die Lungenflügel, das ganz nach unten, das Zwerchfell schiebt nach unten und jetzt merkt ihr, wie dieser
Druck sich ringförmig ausbreitet. Und wenn ich tief einatme, dann merkt er, es entsteht so ein leichter Druck unten im Beckenboden, im Perineum, und dann wird er von ganz alleine aktiv. Dann merkt er auf einmal, genau da unten im Beckenboden, das Perineum, genau unten in der Mitte, ne, das ist so der Punkt, der wird auf einmal dann von ganz alleine, tritt er richtig klar hervor. Dann kann ich jetzt diese ganzen Punkte verbinden. Nasenspitze, Luftstrom, Nase, Kiefernraum, Rachen, Bronchien, Lunge, Lungenflügel, Zwerchfell. Und dann fließt der Atem sozusagen weiter in den Bauchraum. Bis unten in den Beckenboden. Man merkt dann, der unterste Punkt vom Beckenboden, der wird aktiv, der spannt sich so ganz leicht an, ohne dass er da aktiv irgendwas beeinflusst. Weil muss er, ne? Wenn von oben Druck kommt, von Zwerchfell, dann muss der unten sich kontrahieren, sonst fliegen die Gedärme unten aus der Hüfte raus. Und ja, ganz klar in die Wahrnehmung von diesem Punkt kommen. Und könnt es jetzt immer wieder beim Ein- und Ausatmen verbinden. Die Nase runter bis in den Bauch, bis ins Perineum. Und das ist eigentlich die natürliche Atmung. Also das ist die Art und Weise, wie der Körper atmet, wenn ihr den in Ruhe lasst. Sobald ihr aber Gedanken habt oder Stress habt oder also, ich muss ganz dringend irgendwas, ne, merkt ihr praktisch, wie ihr die Atmung verändert. Also sobald wir irgendwelche Gedanken haben, dann verändert sich die Atmung dementsprechend. Die Atmung drückt dann auch aus, welche Gedanken wir gerade haben. Je gestresster wir sind, desto flacher wird die Atmung. Also Atmung und die Gefühlslage, die hängen direkt miteinander zusammen. Und das ist super praktisch, weil wenn ihr gucken wollt, wie ihr gerade drauf seid, dann ja, musst du nur gucken, wie du gerade atmest. Und dann weißt du schon, was los ist. Und das Tolle ist aber auch, dass ich dann über die Atmung diese emotionalen Zustände verändern kann. Das haben wir beim letzten Video auch so ein bisschen besprochen. Ja, wie gehe ich denn mit Wut um? Oder wenn da so ganz erregende Zustände dann anfangen. Ja, und dann wäre so die erste Idee, ja, nimm mal einen tiefen Atemzug. Ne? Einfach atme tief in den Bauchraum unten rein, also nimm Kontakt auf da zum Beckenboden. Langsam ein, langsam aus. Und auch so einen ganz entspannten Raum zwischen dem Ein- und Ausatmen. Dann merkt ihr, also wenn ihr diese Atmung dann macht, wenn da große Erregungen kommen, na, weil es hat gerade über eine rote Ampel gefahren oder die Politesse hat euch gerade so ein Ticket verpasst. Ne? Das ist so ein Reset-Knopf für die Emotionen. Und durch die tiefe Atmung kommt auch ganz viel Sauerstoff ins Blut. Und das ist ganz wichtig dann für Regeneration und Heilungsprozesse. Und er merkt dann auch sofort, wie der Geist sich beruhigt. Und je stärker ihr das Gewahrsein jetzt im Beckenboden haltet, ne, oder im Bauchraum. Man im Aikido sagen, ja, der eine Punkt, das ist so
drei Finger unterhalb vom Bauchnabel, dann in der Mitte vom Körper. Also Hara ist praktisch der Schwerpunkt des Körpers. Das ist unglaublich zentrierend und erdend. Und das ist der Punkt, aus dem ihr eure innere Stärke generiert. Und wenn ihr jetzt wieder an die Snatching to denkt, also vom letzten Mal, waren ja dann diese Bauern auf dem Rad und dann war dieser direkt darüber, dieser Kessel, der da brennt, dann, ja, genau, da ist es, Ja, und dann könnt ihr in dieser Wahrnehmung bleiben, solange ihr wollt, und das ist eigentlich auch genau das, was Meditation ist, Und sobald jetzt Gedanken hochkommen, dann geht wieder in die Wahrnehmung der Atmung und verwurzelt euch im Dantien Hara, im einen Punkt. Guckt, dass ihr die Wahrnehmung, dass die immer klarer wird. Das ist einfach eine Übungssache. Je länger ihr das macht, desto klarer wird es. Und ein Gedanke kommt, dann geht er einfach wieder genau an den Punkt zurück. Und, spannender Gedanke. Ach, brauche ich dich? Nee, will ich gerade gar nicht haben. Na, willst du einen Gedanken haben? Willst du auch? Ja, weg damit. Dann wieder an die Wahrnehmung des Körpers. Und das so der taoistische Take, also so Meditationen auf eine Kerze und irgend so ein Buddha. Nimmst den Körper und hast du immer dabei, ist viel praktischer. Und atmen musst du sowieso und dann kannst du auch auf den Atem dann einfach meditieren. Und sind auch alle drauf gekommen. Also die Hindus mit Vipassana und dann die Buddhisten mit Schiene. Aber wer hat es erfunden? Die Taoisten? Vielleicht auch nicht. Spaß. Aber das ist so diese Wahrnehmung, zu merken, dass ich aufgeregt bin, ist die Energie da oben und ich so ganz emotional bin, dann ist die Energie hier und dann schiebe ich die Energie runter und bin so verwurzelt und so in mir. Und es ist so eigentlich ein unglaublich angenehmes Gefühl, das dann gleich morgens sich hinzusetzen, das so ein paar Minuten zu machen und dann diesem Gefühl von Verwurzelung, also diesem Gefühl von, jetzt bin ich bei mir, ich spüre meinen Rücken, damit dann rauszugehen in den Tag und dann, sobald man das verliert, vielleicht in der U-Bahn oder dann irgendjemand so dann beim Autofahren schneidet, Atem einfach wieder verwurzelt und dann lernt, jetzt fliege ich wieder raus und jetzt bin ich wieder drin und jetzt hat mich wieder der Chef oder der Mitarbeiter oder der blöde Hund da, bin ich wieder drin, komme ich wieder zurück zu mir und das ist ja eigentlich ganz spannend. Merkt ihr das so, ist unglaublich hilfreich, um mit diesen Zuständen umzugehen, die einem dann tagsüber so begegnen, Und das ist so die erste Übungsstufe jetzt dann auch in diesem kleinen Kreislauf, also diesen Atem zu verwurzeln. Und das, wie gesagt, also diese ersten Übungsschritte, die brauchen auch so ein bisschen am längsten. Aber das sind die wichtigsten Schritte. Also es wird dann noch, wenn man weitergeht, wird dann Schritt für Schritt einfacher und geht auch schneller. Aber diese Grundlage, die wirklich ganz klar zu legen, das ist extrem wichtig. Also das, was wir jetzt da machen, mit der Verwurzelung des Atems, das ist der Notausschalter. Das heißt, wenn dann irgendwas schief geht in diesen höheren alchemischen Prozessen, dann kann ich alle Energien wieder runterziehen in den einen Punkt, weil ich das dann über Jahre vielleicht praktiziert habe und merke so, bumm, okay. Also ich kriege die ganzen Energien wieder gefasst. Ich dann denke, ich bin gerade am Abfliegen. Deswegen ist das eine der ersten Übungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die täglich machen. Also bis das wirklich zu einer zweiten Natur wird, bis ihr merkt so, das ist ja auch
mache das jetzt jeden Tag. Und wenn man das 3 Monate gemacht hat, merkt man ja, man fällt da eigentlich auch gar nicht mehr wirklich raus. Und auf einmal wird die Welt um einen herum auch viel ruhiger. Die ganze Hektik, die nimmt so ab. Und ja, man einfach die ganze Zeit bei sich bleibt. Ja, das war so die Verwurzelung des Atems. Also ich mache das täglich, würde auch empfehlen, macht das morgens, mittags und abends. Also einfach dieses, ne, jetzt wieder, ne? Ich klappe die Aufwahrnehmung um. Das ist mein Atem. Ja, und aus diesem Wahnsinn, ne, dann jetzt, tiefer. Bin ich wieder bei mir. Ne? Das immer wieder zu praktizieren. Das ist eine super sinnvolle Geschichte. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielleicht macht ihr die Übung ein paar Mal, vielleicht habt ihr Spaß damit. Könnt ihr auch mal was in die Comments reinschreiben, was da so passiert oder wenn ihr Fragen habt. Und jo, dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal bei Feng Shui am Freitag.